Es gibt eine Regel, wenn man in ein Geschäft geht, es ist zumindest bei mir so. Es kommt eine Kundin ins Geschäft, schon mal. Es kommt eine Kundin ins Geschäft und fragt zum Beispiel, ich sage mal, nach einem Wasserkocher. Ja? Wenn ich jetzt habe sechs, sieben verschiedene Wasserkocher und ich zeige einen Wasserkocher, den ersten, den ich hier zeige, in 9 von 10 Fällen nimmt sie den ersten. Obwohl ich hier noch 3, 4 verschiedene zeige, nimmt sie den ersten. Warum? Ist ganz ehrlich. Erster Blick bleibt meistens bei einem Menschen in seinem Verstand. Das ist bewiesen. Und auch, was ein Mensch sieht als erstes, ein Kind zum Beispiel, das rein ist, tau, auf einmal zeigst du ihm irgendwelche Filme, auf einmal zeigst du ihm irgendwelche freizügige Filme, Schalomatik. Ja, das ist ein lustiger, das ist eine Komödie, das ist Adam Sandler, das ist Kevin James, das ist das, das ist das. Und ein Kind sieht das. Das ist ein Kind, was versteht er? Was versteht er? Was, wenn, was jemand versteht, dann das Kind. Ja? Ich habe 4 Kinder, ich weiß, was ich gesagt habe. Wenn jemand was versteht, dann die Kinder. Jetzt. Eltern, Takshiu Eltern, die möchten eine richtige Erziehung ihren Kindern beibringen. Wie macht man das? Am besten ist, das Erste, an erster Stelle sagen alle Rabbiner mit einer Meinung, Dugma Ischit. Selber ein Beispiel sein. Jetzt. Das heißt, ich kenne immer dieses besondere oder populäre Aussage von dem Papa. Nimm ein Buch und lies ein Buch. Schau, wie du ausschaust, du bist ein Tontel. Nimm ein Buch. Wann hast du ein Buch genommen, Papa? Wie heißt dein Buch? Wie heißt dein Buch? Samsung. iPhone. Wie willst du, oder Mutter, wie willst du, dass dein Kind etwas macht, was du nicht machst? Wenn ein Mann, wenn eine Frau zeigt, dass Nerot Shabbat, ich vorbereite mich vor Asche. Ich muss nicht Shabbat. Schatz, willst du bitte die Kerze vorbereiten? Mach für Papa das. Shabbat wird gestern sein, muss zeitig sein. Dem Kind zeigen, dass Shabbat das, was ganz Wichtiges ist. Oder Fashat. Okay, ich mache in 10 Minuten Fashat. Bereitet euch alle vor. Ich mache schon Teig auf Fashat. Bitte alle kommen. Alle Mädels. Die müssen wissen, Mama macht das auf Fashat. Okay, das ist jetzt. Wir müssen alles lassen und auf Fashat. So muss man das bei einem Kind einpflanzen. Wie macht man das? Indem man das sagt, hilft das nicht. Man muss das selber vorzeigen. Wenn ein Vater in Bet Knesset geht mit seinem Sohn, wie schaut der Vater aus? Der Rav redet, er ist schon weg. Und der Sohn ist so. Sitzt. Mach doch schon mal. Wo ihr Debil Kamocha. Er wird sein, genau so ein Devol wie du. Oder die Mutter. Baba, da ist der Shabbat. Nun, da wird sie quasi. Oder der Doktor. Nun! Was willst du denken? Das ist nur Kerzen zu Informatik, willst du denken, das kleine Kind. Du hast die Mitzwa runtergespielt. So. Das ist für sie, okay, passt schon. Wenn sie so weiter wachsen, das speichert sich rein. Das speichert sich rein. Du zeigst denen Filme. Den Kindern zeigt man Filme. Diverse Filme, die man sich nie, die es nicht gut sind, für die Seele zu sehen. Was ist der größte Speicherplatz bei einem Menschen? Videos. Hier. Hier. Wer kann sich an die Kindergartenzeit erinnern? Wie lange ist es her? 15 Jahre. Oh mein Gott. 10 Jahre? 14. 12 Jahre, 13 Jahre. Bei mir ist 30 Jahre her und ich weiß noch immer. Über 30 Jahre. Ich weiß noch immer, was ich im Kindergarten gemacht habe. Was für einen Speicherplatz haben wir, wisst ihr? Katastrophe. Milliarden Terabyte. Klum! Wir beten. Ist für jemand vorgekommen? Wir beten, bitte auf einmal kommt irgendein Bild. Schaloka Schura, schau, mein Kescher, Sarah! Mein Kescher! Dieses Kleid will ich nicht. Warten. Nachher? Haela Kadosh, Schuhe. Ja, wie kann man das? So ist das so.
Kann man das kontrollieren? Ja, ehrlich? Man kann so. Ech, Pagati Bola. Nein, es ist bei jedem so. Warum? Erstens einmal, ich gebe euch hier einen Tipp. Der Chafetz Chaim, der David HaMelech sagt folgendes in Tehillim. Sur mera va'aseh tov. Wenn du auch zählst, dann wirst du dich ändern, wirst du, dass es besser wird. Erstens einmal, hör auf damit. Schneide es ab. Stopp es. Sur mera. Entferne dich von dem Schlechten. Als erstes. Wenn du nach Hause kommst, vom Urlaub, kannst du mit Koffer hier, ist ein Koffer, ja, kannst du geboren, kannst du boah, Tüte auf, dann kommst du nach Hause, ganze Haus voller Wasser. Was machen wir als erstes? Strohhalm. Wasser hast du? Nein, mit Kübel zuerst. Wegmachen. Mit Kübel weg, nach Hause zuerst. Nein, zuerst. Oder kaputt. Wasser ausmachen. Zuerst Wasser abdrehen, ist ein Kübel. Akoltov, zuerst Wasser abdrehen. Zuerst mach zu, das bringt dich wieder. Stell, aber Wasser geht in dir, oder? Mach zu. Zuerst zumachen. Sumera, was? Lass es doch, drin, fang an zu pumpen. Zuerst einmal schau, dass du diese Dinge nicht mehr siehst. Ich will nicht sagen, löscht Instagram. Hass für Khalila, das ist eine große Avera, das darf man nicht. Was? Instagram löschen? Ich habe nichts, ich habe noch mal diese, Hass für Khalila. Mama, was? Lolo, ich habe gesagt, ich habe. Das ist typisch, komm schon. Ach so. Was stört uns? Dinge, die uns stören können im Gebet. Wir müssen, nicht nur der Mann hat die Pflicht, auf seine Augen aufzupassen, auch die Frau. Dinge, die ihn im Gebet stören können. Es ist ganz wichtig. Und mein Tipp, ja, wie man diese Gedanken wegmachen kann mitten im Gebet, man soll immer alles, Birkat Mazon, Shmona Esre, alles immer vom Buch lesen. Auch wenn man es auswendig weiß. Gerade wenn man es auswendig weiß, sollte man es vom Buch lesen. Schmeißreihe kennen alle, gell? Wie beginnt das? Schmeißreihe ist fertig. Shemelo Kena Shemichar. Und wie geht's weiter? Echt? Baruch Shem. Wer hafta ist falsch. Na, Baruch Shem. Baruch Shem, wissen wir. Wer hafta? No, wer hafta ist, du hast geliebt. Nein, wer? Wer hafta? No. Hevet. Was redest du? Es gibt im Hebräischen eine Aussprache, die muss auch richtig sein. Es gibt Mileel und Milera. Das ist jetzt schon die Grammatikstunde gesehen. Es gibt einen riesen Unterschied zwischen wer Ahavta, se du hast geliebt und du liebtest Gott irgendwann einmal, Hasel Khalila, und wer Ahavta. Macht Sidurim auf und schaut am Ende beim Taf. Beim Taf ist unten ein Strich. Das heißt Mapik. Mapik bedeutet auf Hebräisch, dass die Ergänzung des Wortes auf den Taf kommt, auf den Taf bezogen wird. Wer Ahavta, Ahavta bedeutet, du liebst ihn jetzt, immer. Wir haben ja vor einigen Schulen darüber geredet, dass es eine Mitzwa gibt, Gott immer zu lieben, jede Sekunde nach oben. Das ist genau da. Wer es nicht richtig macht, Hasse Khalila, wo Leute sehen, doch, also muss wieder Schmeißreihe sagen. Ja, aber wenn jemand das nicht weiß. Jetzt weißt du es. Jetzt wisst ihr es. Ja, aber viele wissen es noch nicht. Bis heute. Aber die, du wirst dort die oben nicht geschlagen, keine Sorge, ich bin da. Bis heute. Jetzt weißt du es. Wer ahav da? Lo, wer ahav da? Wer ahav da? Das da muss ergänzt werden. Warte, sie evdelolo. Evdelolo. Ist Unterschied? Weiter geht's. Ich habe eine Frage. Okay, Sie haben vorher gesagt, dass man, also die Eltern müssen... Frage bitte, Herr. Die Eltern müssen jetzt auch den Kindern zeigen, Torah und so. Natürlich. Ja, aber sagen wir, jemand ist unreligiös aufgewachsen und die haben das alles nicht gesehen. Ja. Und dann plötzlich entscheiden die Eltern, Lazon Betschuwa. Ja. Und ab diesem Zeitpunkt muss man alles zeigen, weil die Kinder... Also was ist zeigen? Man muss schauen. Man muss es auf so eine Art und Weise machen, die Mitzvot, es ist ein Projekt, okay? Deswegen habt ihr bemerkt, jeder, der hier ist, jetzt, heute, jeder, der hier ist, hat einen Zchut, hier zu sein. Warum? Ich habe den Zchut, ich habe das Privileg und die Ehre, hier einen Schuh zu geben. Warum? Jeder bekommt die Mittel, ein richtiges jüdisches Leben zu führen. Das bekommt nicht jeder.
Es gibt genug Mädchen in der Kehla, die leider Gottes nicht zu diesem Schuh kommen. Und deswegen streben wir daran an, dass alle kommen. Wenn wir eine größere Location brauchen, dann sind sie selber. Aber es ist wichtig, warum? Mein Ziel ist es, unser Ziel ist es, dass wir die Torah besser kennenlernen, dass wir Kadosh Baruch Hu besser kennen. Wer ist er? Warum erzählt er uns das alles? Warum zeigt er uns, wie Josef gelitten hat, wie Jakob gelitten hat? Das hat alles seine Bedeutung. Jede Mitzwa, jede Avera hat seinen Preis. Alles hat seinen Preis. Alles hat seinen Grund. Und Kadosh Baruch Hu, merkt euch eins, ich will, dass ihr das wisst. Bitte, das ist ganz wichtig. Kadosh Baruch Hu, der ist der Einzige, der niemanden im Stich lässt. Wir haben das wo gesehen? Bei Josef. Wir haben das bei Josef gesehen, dass er niemanden im Stich lässt. Er hat Josef nicht vergessen. Und wie nicht vergessen? Er hat ihn im Endeffekt zum König gemacht. An einem Tag. Krevre, was muss man machen? Wir haben jetzt über Master gesprochen, über Bachelor, über Magister gesprochen, über das. Was muss man machen, um ein König zu sein von einem Land? Könntest du dich vorstellen, dass Sebastian Kurz im Gefängnis saß und am nächsten Tag ist er Präsident geworden? Bundeskanzler? Vater Ben? Wo haben wir sowas gesehen? Ja, Josef war im Gefängnis. Am nächsten Tag ist er König. Hetze! Das ist unlogisch. Hitler war eigentlich auch so. Bitte? Ich weiß, er war kein König, aber... Er ist Josef? Nein, ich rede über Hitler. Hitler war auch im Gefängnis. Nein, er war nicht von einem Tag auf den anderen. Was redest du? Weißt du, welche Reden er geführt hat? Mhm. Er hat hypnotisiert, der Mann. Ja. Er konnte reden. Er war nicht so. Er dumm. Warum hat Jakob damals Engel geschickt? Wir haben das im Schuh gesagt. Weil er konnte reden, genau wie Hitler immer schon. Esav konnte reden. Esav, ich bin mit dir. Fix, Jakob ist das, er ist das. Echt, du bist jetzt Freund von Jakob, du bist bei ihm aufgewachsen. Das war Hitler. Hitler kommt von Edom, von Esav. Er konnte reden. Am Anfang haben alle gedacht, Hitler war. Die Leute haben gedacht, er war verrückt. Er war wirklich verrückt. Das sowas zu machen. War alles Mann. Aber Gott sagt, ey, wenn ich will, werde ich auch seinen Häftling einen König machen. Und nicht König von St. Pölten oder Oriuda. Ägypten. Feldmacht. Nicht Iran, Moskau, Amerika, Türkei, Korea. Null neben Ägypten. Null Maschai Abam Ägypten. Die Leute haben gehört, Ägypten sind unmächtig geworden damals. So eine Macht haben die gehabt. Wer sitzt dort im Tor? Josef. Wer ist dieser? 40. Junge. Josef sitzt und regiert Ägypten. Katastrophe. Alle. Allahu Akbar zu Josef. Alle verneigen sich. Aber eigentlich darf man das eigentlich verneigen? Das war damals der Brauch. Da kann man nicht dagegen. Auch hier sagen wir Grüß Gott. Was ist Grüß Gott? Wo ist Grüß Gott? Dann haben wir kurz zu mir mit dem Geschäft gesagt, grüß Gott. Gibt es genug Deppen bei uns. Und alles speichert sich im Hirn rein. Deswegen muss man aufpassen, was wir sehen. Am besten ist, immer vom Zidu schon, auch Birkat Mason, Birkat Mason hat genau dasselbe Gesetz wie Shmona Esrei. Es ist ganz wichtig. Wir sagen Birkat Mason, wir dürfen nichts bewegen, das dort geben. No, mach ich doch. Verbrennen alles. Wir reden jetzt mit Klaus Volko. Sehr, geh weiter. Er lässt niemanden im Stich. Er hat Josef nicht vergessen. Er hat ihn nicht vergessen. Er hat von einem Tag auf den anderen hat ihn zum König gemacht. Warum hat sich nicht erinnert? Die bringen ihn, also was sagt der, dieser Weinkenner? Ich habe vergessen, der Kenner. Mit uns war irgendein Supply, ein jüdischer kleiner Jib. Ein kleiner Jude war mit uns, ein kleiner Ivri. Er hat mir das so gesagt und er ist ohnmächtig. Kachua mal. Er hat ihm hinausgeholfen, er hat ihm den Traum richtig gesagt, weil also Männer auf Kacha. Wie gesagt, können wir uns nicht auf die Goyim verlassen, nie im Leben. Auch wenn die Goyim was Gutes machen, machen sie es nicht vollständig. Du hast mich jetzt schon erinnert nach 2 Jahren, du hast mich vergessen. Ich habe das absichtlich gemacht, dass ich ihn vergisst. Aber du hast dich jetzt erinnert. Ein gutes Wort, lama ein schlechtes Wort. Veshamitanu nar Ivri. 38 Jahre alt, 40 Jahre alt, das ist ein Nari. Nari ist ein Busche, ein Tini. Er ist ein Tini. Kilo, kleiner Psychol. Mit uns weiter. Er hat ihn dabei. Ich so, den will ich. Am
aber Kadosh Baruch hat mich vergessen. Kadosh Baruch vergisst niemanden. Auch diejenigen, die gefragt haben, es gibt die populäre Frage, wo war Gott in der Shoah, wo war Gott im Holocaust, wo war? Efo Elohim haya? Bashoah. Bashoah, so sollte man das antworten. Eines Tages, es gibt eine Geschichte über einen Juden, schlimme Geschichte, diese Geschichte hat mich umgehauen. Das war zu Chanukka. Diese Geschichte hat mit Chanukka zu tun. Es gibt Wunder, es gibt. Kadosh Baruch Hu, wenn er was machen will, macht er das sowas von ordentlich. Aber sowas von ordentlich. Zu Zeiten des Holocaust wurde ein Jude, ein junger Jude, alles, was er kennt, vernichtet. Seine Eltern, seine Geschwister, seine Großeltern wurden umgebracht. Ja? Er hat es irgendwie geschafft zu fliehen, nachdem alle befreit wurden, zur Zeit, wo die Amerikaner und so weiter, die Rote Armee reingekommen ist, hat er es geschafft zu fliehen und ist nach Amerika gekommen. Und er hat sich eines geschworen, der Chibutow, er hat sich eines geschworen. Ich, und das war ein religiöser, ein ganz religiöser, Pais, Kasemavash Dos, er hat sich geschworen, ab heute ist für mich Gott gestorben. Kachoma. Ab heute ist Gott für mich Geschichte. Er hat alles abrasiert. Ab heute gibt es keine Judentum für mich. Komplett! Er wächst. Er wird groß. Er erkennt eine Frau. Er lernt eine Frau kennen, zu seinem Masal, auch eine Jüdin. Er will kein Judentum. Er lernt sie kennen und lieben und so weiter. Er macht ihr einen Heiratsantrag. Sie beschließen zu heiraten. Er sagt ihr unter einer Bedingung. Mit Neichar. Unter dieser Bedingung, dass wir kein Judentum verüben. Wir werden nicht mit Leuten im Judentum leben. Ein Judentum. Wir werden genauso leben wie Christian und Sebastian und Carrie und Larry und Barry. So werden wir leben. Mit Weihnachten, Thanksgiving, alles. Halloween, mit Kürbis, alles werden wir machen. Kmosche Zalich, Gratkosche. Weihnachtsbaum, alles. So? Die Zeit vergeht, sie bekommen Kinder und jedes Jahr normale Geburtstag, Happy Birthday, sein Sohn, sie hat einen Sohn, drei, vier Töchter, einen Sohn hatte. Und dieser Sohn war für ihn alles, für diesen Vater. Doch, er hat sich mittlerweile schön aufgebaut, sesshaft geworden, Business, Millionär, Chaos, Oligarch, ein Amerikaner, dieser Jude. Und schon mal, 13. Lebensjahr kommt, was für ein, ist das, was für ein Tag ist das? Bar Mitzvah! Was glaubt ihr, und dieser Junge wurde auf die Welt gesetzt, er ist auf die Welt gekommen, kein Brit Mila, kein gar nichts. Aber viele Brit Mila, oder was alle Menschen, der Chibuto. 13. Lebensjahr kommt, er sagte, mein lieber Sohn, weißt du, heute ist ein besonderer Tag, ein besonderer Geburtstag. Er sagt immer mit zwei. Kein Filin, kein gar nichts. Nichts, Lothar, nicht Lothar, nicht einmal mehr so satt zu Hause. Nichts. Geschweige denn Kippur, nichts. Er sagt ihm, heute ist ein besonderer Tag, heute ist ein Geburtstag, aber ein besonderer Geburtstag. Was für ein besonderer Geburtstag, Papa? Ah, passt schon, das verstehst du nicht. Aber heute ist ein besonderer Tag, weißt du was, heute gehen wir zusammen shoppen. Alles, was du willst, wir gehen in ein Einkaufszentrum. In einem fetten Mall gehen wir rein. Alles, was du willst, bekommst du heute von mir. Ein Bayer. Alles, alles. 13 Jahre, ein Junge, 13 Jahre. Was will ein Junge mit 13 Jahren? Eurer Meinung nach? PlayStation. Ja. MacBook. Damals, ja, MacBook. Okay. Ja, ich glaube schon, ein MacBook, okay? Ja, iPad, Handy und so weiter. Noch on? Die gehen spazieren, das, nein. Schau, geht nie. In Amerika, in einem Mall. Er bleibt stehen, es gibt immer, wisst ihr was ein Taschmuschek Duschal-Geschäft ist? Judaika-Geschäft. Ja. Vitrine ist immer geil, nach oben. In Israel, wir gehen, Judaika-Geschäft ist so krank, es sind viele Häuser und so Schofar, alles glänzt mit tausende Lampen, es ist noch ein bisschen fett. Er bleibt stehen dort. Sein Vater sieht das, gleich Alarm. Was machst du hier?
Was ist das? Wusste der Junge, dass er Jude ist? Nein, nichts. Nichts. Null. Er sagt, und er sitzt jetzt und schaut so. Im Schaufenster von diesem Judaika-Geschäft. Er sagt, was ist du hier? Komm, kauf dir einen. Warte. Das ist so interessant, was ist das? Er sagt, das verstehst du nicht, das ist irgendwas. Das ist ein Schmuckstück, ein Müll. Er schaut. Er schaut. Kennst du das, wenn Kinder sich so anheften auf die Vitrine und ziehen sich rein? Mit den Händen, dass alle Abdrücke so bleiben? So. Geht er rein, Kasse? Er geht rein. Oh, was machst du? Jetzt für ihn? Das ist Gehnung, wenn er reingeht. So, Papa, das will er nicht haben. Was machst du? Mach jetzt schon. Also. Er geht rein und sagt, wow. Er geht Riesengeschäft. Wo bleibt er stehen? Chanukio, ganze Vitrine, Kasse Regale, und viele Chanukio. Ja, so. Schaut, das glänzt, das Glas, Kristall, Tüta, Mamo, Pamo, Balagan. Auf einmal sieht er, Papa, ich will das haben. Eine kleine Chanukia, die nicht so ist, sondern so. Du siehst, das ist keine normale Chanukia, das ist irgendwie, das ist irgendein behindertes Kind, wahrscheinlich immer aufgestellt. Das ist ein locker Schuh. Was willst du von Papa, was willst du damit? Papa, ich will das haben. Du hast gesagt, alles, was ich will das haben. Aber weißt du was? Nein, ich will das haben, das gefällt mir. Ich will das bei mir haben, das gefällt mir. Er sagt, was kostet das? Und jetzt will er das nicht kaufen. Er will kein Judentum, er will es nicht. Was kostet das? Das ist unverkäuflich. Das ist der Kamer von diesem Geschäft. Das ist der Talisman von diesem Geschäft. Das ist unverkäuflich. Es gibt nichts, was unverkäuflich ist, mein Freund. Was kostet das? Papa, ich will das haben. Wie jetzt, er macht alles für seinen Sohn. Der einzige Sohn. Papa, ich will das haben. Warum sagen Sie mir, Fucker, ich will das haben? Okay, warte kurz. Er sagt, was kostet das? Was reden Sie? Wie viel wollen Sie haben? Sagen Sie mir jeden Preis. Jeden Preis. Einfach so laut Laune. Lust und Laune. Irgendwie Preis. Er sagt Ihnen, der Preis 25.000 Euro. Check. Akasha. Okay. Aber, also gibt es Garantie? Er sagt, ja, bis zur Tür. Das ist mit das Tee, das wurde schon so gebunden, du machst einmal so, alles fliegt runter. Uralt, mit Staub, aus Holz. So viel Chanukia, gerade das. Magst du mir das sagen? Ja, gerne, ich gebe dir das so in Schachtel, aber aufpassen, das kann kaputt gehen. Der Sohn nimmt das jetzt so nach Hause. Schüsseloipol. Heide kommen nach Hause und der Sohn nimmt das vorsichtig raus. Er sagt, warte, bevor er sagt, warte, bababam, fliegt runter. Ganz Chanukia, kaputt. Warte, ich will das jetzt kleben. Er fängt an, er will das machen, er nimmt den Superkleber von klein. Auf einmal, er sieht, wo der Schamasch ist, es ist ja alles auseinandergefallen. Er sieht, der Schamasch ist ein ganz, so wie ein Loch, ja? Also wenn du die Kerze reingibst, geht sie bis runter. Also, das ist eine alte Chanukia. Handgemacht, man sieht das. Er tut rein, gibt rein, nimmt eine, er sieht irgendwas ist drinnen. Er nimmt eine Pinzette. Zieht langsam raus. Auf einmal sieht so ein Pergament, so wie ein Klaff. So wie eine Liste. Und schwarz gesehen mit Stoff. Macht so. Und er fängt an zu lesen. Boom, fliegt runter. Der Vater. Er wird ohnmächtig. Mamasch, er wird ohnmächtig. Der Sohn weiß nicht, dass er was ohnmächtig ist. Mama, Papa ist tot. Sie kommt nur zu Papa so. Und die Liste in der Hand. Weißt, gleich Wasser waschen. Bam. Er kommt. Oh mein Gott, was ist los? What happened, darling? Wer sieht's? Schock. Why? Er fängt an zu lesen. Er sagt, du wirst nicht glauben, was ich gerade gelesen habe. Er sagt, derjenige, der diese Chanukia findet, an diesen Herrn will ich mich wenden. Ich habe diese Chanukia mit Lebensgefahr gebaut, mit meinen Händen, nachdem ich 15, 16 Stunden wie ein Esel gearbeitet habe, im Lager.
im Konzentrationslager. Und ich kam in unser Lagerhalle, dort wo wir geschlafen haben, und habe in der Nacht mit meiner letzten Kraft immer etwas dazu gebaut. Bitte, ich bitte dich von ganzem Herzen, wenn du diese Chanukiah findest, egal wer du bist, zünde bitte eine Kerze zu Chanukka, damit meine Seele einen Sekund bekommt und ich komme in Gan Eden. Ah, das steht in diesem Kraft drinnen. Wer hat das geschrieben? Auf einmal er liest diesen Namen und er sagt, weißt du, wer das ist? Sie sagt, das ist dein Vater. Das ist ihr Vater. Sein Vater, Slicha. Das war der Vater von ihm. Das war sein Vater, der das geschrieben hat. Er hat diese Chanukia gebaut. Chevret, ihr müsst verstehen. Europa, Amerika, Schaufenster, Judaica, Demol, Canyon, zu Hause bei ihm. Gerade der was gesagt hat, ich habe mit Judentum nichts mehr zu tun. Kadosh Baruch Hu hat gesagt, ich werde niemanden vergessen, niemanden im Leben. Wo steht das? In Tehillim. Ki avi ve'imi yazuni. Vashem yasfeni. Takshivu tov. Vor ungefähr 30 Jahren, 25 Jahren in Israel, hat es ein Ehepaar gegeben und einen Sohn. Einen Sohn. Die sind miteinander nicht klar gekommen, das Ehepaar. Die gingen zum Rat, die gingen zum Gericht, wollten sich scheiden lassen. Was macht man mit dem Kind? Was für ein Streit beginnt? Meistens? Wer behält das Kind? Jeder kämpft für das Kind. In seinem Fall war das genau umgekehrt. Die haben gekämpft, die haben sich gegenseitig das Kind zugeschoben. Ich will das Kind, ich habe keine Zeit, ich muss Karriere machen, ich habe keine Zeit. Das Kind findet sich in einer Situation, wo die Eltern ihn nicht haben wollen. Die haben schon hin. Am Endeffekt läuft dieses Kind weg von der Sitzung. Es läuft zwar Israel, eine wahre Geschichte. Ich habe die Geschichte von diesem selber, der was erzählt hat, diese Geschichte, habe es bei mir zu Hause auf einem Blatt. Ich habe diese Geschichte vor 10 Jahren gehört. Ich habe es bis jetzt bei mir zu Hause. Er kämpft sich durch die Straßen alleine, ein junges, ein kleines Kind. Er hat Hunger. Chevre hat Hunger. In Israel gibt es sehr, sehr viele Konditoreien. Nachher? Er geht bei einer Konditorei vorbei, er sieht das Brot. Er sieht das Brot und beißt seine Finger. Er will essen, aber er kann nicht. Er hat kein Geld. Der Konditor sieht ihn, er sagt, komm her zu mir, nimm das. Am nächsten Tag kommt er wieder und schaut, er sagt nichts, er sagt, gib mir. Er schämt sich. Er sagt, komm, nimm. Mit der Zeit, er geht draußen in der Nacht, Erev Pesach. Man sieht ja die Atmosphäre draußen, Matzot werden verkauft, das und dort. Er sieht, dort wird gesungen, Manishtana Alayla Zeh, in diesem Haus, in Israel ist alles hörbar. Er geht alleine auf der Straße und weiß nicht, wo er sitzen soll. Er weiß nicht, wo er wohnen soll. Er hat immer auf der Straße geschlafen. Ja. Am Endeffekt, kleiner Junge, 10, 11 Jahre. Am Endeffekt hat dieser Bäcker ihn zu sich genommen, die haben keine Kinder gehabt. Er hat ihn großgezogen, er hat ihn in die Schule gesteckt, er hat ihm einen Beruf gegeben. Dieser Mensch ist geworden einer der größten Steuerberaterkanzleien in Israel. Aber er ist religiös. Und man hat ihn gefragt, in einem Interview, wie hast du die Hoffnung nicht verloren? Er sagt, es gibt ein Pasuk in Tehillim, dass sogar wenn meine Mutter und mein Vater mich verlassen, sogar wenn ein Mensch in so einer Situation gerät, dass seine Eltern ihn auch im Stich lassen, so wie Tehillim sagt, ki avi ve'imi azavuni, emazvuti, die haben mich einfach im Stich gelassen. Warum? Die haben sich an sich selber gedacht. Vashem Yasfeni. Warum steht die? Was heißt Yasfeni? Ja. Vom Lasov. Aufsammeln. Was sammelt man auf? Sammelt man den Menschen auf? Was sammelt man auf? Wenn etwas kaputt geht, sammelt man die Scherben auf.
Sagt David HaMelech, gerade in der Zeit, wo du wie eine Vase zu Scherben zerbrochen bist, ist der Einzige, der da ist für dich immer und ewig und dich aufsammelt, deine Scherben, die du als Scherben bist, dich aufsammelt und wieder zusammenfügt, ist Kadosh Baruch Hu. Sheneemar Hashem Yasfeni. Nur Hashem kann dich aufsammeln. Er wird dich nie im Stich lassen. Papa und Mama können dich im Stich lassen. Es gibt diese Geschichten, wir haben es jetzt gehört. Aber Kadosh Baruch Hu, ich werde niemals im Stich lassen, nie im Leben. Wie viele Fälle haben wir gesehen? Auf der ganzen Welt, wo die Mutter vernachlässigt wird, wo Kinder, Babys abgestellt werden, in Häuser, in Müll, in der Müllabfuhr werden Kinder, Babys abgestellt. Kadosh Baruch Hu sagt, ich werde für diese Kinder sorgen. Ich werde dafür sorgen. Kadosh Baruch Hu sagt, von meinen Augen verschwindet nicht einmal eine Nadel. En davar ne'elam mimecha ve'en nistar meneged enecha. Shum davar lo ne'elam, nichts verschwindet von deinen Augen, Kadosh Baruch Hu, sagen wir jeden Tag. Nichts verschwindet von deinen Augen. Alles bleibt unter deiner Kontrolle. Warum? Wie ein Vater. Und deswegen möchte ich, dass wir zu ihm kommen, zu ihm beten. Wir kamen zu unseren Vätern. Papa, gib mir zu. Gib mir Pussy. Nach vorne. Personalisiert, nehme ich gar. Nach vorne, Kassi. Ist okay. Wenn ich nach Hause komme, meine Kinder, wissen schon, Papa will jetzt eine Palette Pussys. Normal. Normal. Wenn wir zu Papa kommen, stellt euch vor, gib mir einen Zucker, gib mir einen Pussy oder statt Pussy, nimm ein Kilo, lass mich in Ruhe. Aber euer Sense. Aber sag, willst du einen Zucker, gib mir einen Pussy? Ich will noch einen Zucker, noch einen Pussy. So kann das auch. Willst du was von mir? Komm zu mir. Bete zu mir. Rede mit mir. Da will ich nicht. Sag mir, wie du mich liebst. Kach. Rotze Ben, Kach Ben. Rotze Bantuf, Kim Bantuf. Da Briti, ich bin hier für dich, Jonathan, ich bin hier für dich, ich bin dein Vater. Ich werde dich im Stich lassen. So wie jetzt zu Hanukkah. Er wird uns nicht im Stich lassen. Wir werden alles überleben, aber wir dürfen nicht für einen Moment vergessen, dass er für uns da ist. Nicht für einen Moment sogar. Würde jemand hier von euch, jemand von euch hier, jemals seinen Vater enttäuschen? Emeta Gidu, Attentat Zewut Abba. Wenn Papa traurig ist, verbrennt er innerlich? Emet. Ja. Ihr könnt es nicht sehen, wenn Papa weint, nachher? Ihr sofort Absturz, nachher? Ja. Genau so verlangt Kadosh Baruch Hu, dass er mindestens so im Verhältnis zu ihm sind. Um seinen Wille, um seinen Willen zu gehen, seinen Wille, was er haben will. Weil der Beste, der es weiß, was gut für mich ist, ist er. Der Einzige, der es weiß. Sogar besser als mein eigener Vater. Natürlich, Papa muss man respektieren, wie ein König. Aber es gibt einen Vater, wo nicht nur ich, sondern mein Vater auch die Pflicht haben, ihn zu respektieren. Wenn wir das hinkriegen, sind wir im guten Weg. Toda rabba lekulam, Shabbat Shalom und Vora.